Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Wer mein letztes Video gesehen hat, hat gesehen, dass wir einen ganz leckeren Hefeteig zubereitet haben. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mein Lieblingsgebäck, nämlich Heidelbeertaler. Dazu bereiten wir jetzt erst einmal die Streusel zu. Dazu benötigen wir 250 Gramm Zucker, 75 Gramm Butter, 250 Gramm Mehl, hier habe ich auch wieder Typ 405 verwendet, und ein bisschen Vanilleextrakt. Wer nicht hat, macht einfach ein Päckchen oder zwei Päckchen Vanillezucker rein. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los im Mixtopf. Wir entnehmen den Deckel, machen einfach alle Zutaten hinein. Vanilleextrakt schmeckt einfach viel vanilliger. Und ist echtes Vanille, nicht wie bei Vanillezucker. Das ist ja nur Aroma, was da reingemacht wird. Man schmeckt den Unterschied auch deutlich. Und die Butter. Und das vermengen wir jetzt einfach zwischen Stufe 4 und Stufe 5. Das sieht schon mal super aus. Seht ihr, alles hat sich gut verbunden. Die Streusel entstehen dadurch, dass man dann einfach mit den Fingern so kleine Kügelchen formt und das dann auf dem Gebäck verteilt. Ich würde sagen, ich lasse es einfach im Mixtopf und nehme es nur einfach raus, wenn ich es brauche. Dann hole ich mal unseren leckeren Hefeteig. Seht ihr, der sieht einfach nur Bombe aus. Den holen wir einfach raus. Seht ihr, es bleibt auch gar nichts daran hängen, weil wir ihn vorher schön eingemehlt haben. Schüssel machen wir einfach beiseite. Oh, ihr seht, der ist richtig schön fluffig. Den teile ich einfach, damit es ein bisschen einfacher ist. Wenn ihr irgendwas macht, wo ihr eh nicht den ganzen Teig braucht, ist es sowieso am hilfreichsten, wenn ihr den Rest einfach wieder hier in die Schüssel zusammenpackt, deckelt auf, damit er einfach nicht austrocknet. So. Der Rest hier funktioniert nach Gefühl und auch so groß, wie ihr die Taler haben wollt. Ich mache das ungefähr so eine Hand groß. Ich mag das lieber, wenn die so klein und süß sind. Immer danach den Test machen, wenn man beide in die Hand nimmt, sieht man ungefähr, wie groß die sind. Weil ganz genau ist, kannst du auch einfach das ganze Gewicht wiegen und dann teilen, damit alle Stücke gleich groß sind. Dann ist es am besten, man nimmt den Hefeteig in die Hand, formt von außen nach innen so hinein. Damit gibt man Spannkraft auf den Hefeteig. Und die Struktur oberflächlich wird besser. Da nehmen wir ein bisschen Mehl, wenn wir den Deckel entnommen haben. Drücken das Ganze platt. Und ich forme Hefeteig immer am liebsten mit der Hand. Wenn man nämlich mit einem Teigroller drüber geht, dann bewirkt man, oder wenn man zu feste mit dem Teigroller darauf geht, ist einfach häufig das Problem, dass man die ganzen schönen Luftbläschen rausmacht und der Teig nicht mehr so fluffig ist. Mit der Hand kann man das besser fühlen. Ich drücke einfach den Rand, wie ihr seht, mit der Hand so ein bisschen hoch. So wird die Mitte ein bisschen flacher und der Teig außenrum ein bisschen runder und dadurch entsteht dann ein schöner Rand. Und das mache ich jetzt mit allen Stückchen. Und das häufige Problem bei den Thermomix-Rezepten ist, dass man, Thermomix macht natürlich Werbung dafür, dass man nicht viel Zeit benötigt, um die Zutaten zu machen, was ja auch stimmt, wenn man sich die Rezepte anguckt. Der Teig knetet meistens nicht länger als 2 oder 4 Minuten und soll dann schon fertig sein. Ja, er ist ja auch in der Grundstruktur fertig, das stimmt ja schon. Aber das Problem ist, dass die Struktur des Teiges gar nicht richtig ist und dadurch die Optik einfach
daran leidet und auch natürlich der Teig an sich auch. Hefeteig ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass man ihn viel knetet. Ich verwende jetzt hier meinen tollen von The Pampered Chef, das ist hier der Zauberstein. Den kann ich euch nur empfehlen, der ist aus Ton. Dadurch, dass ich ihn noch relativ neu habe, musste ich ihn jetzt hier nochmal ganz dünn einölen und habe nochmal ein bisschen Mehl drüber gestreut. Wenn der hier diese Patina entwickelt, dann ist das Tolle, dass man ihn gar nicht mehr einfetten muss und man einfach nur mit ein bisschen Mehl darauf backen kann. So, die Taler lege ich jetzt hier schön verteilt drauf. Wenn ihr auch Rezepte haben solltet, die ihr irgendwie von euren Eltern oder Freunden oder Bekannten habt und da euch nicht traut, die am Thermomix anzuwenden, könnt ihr die mir natürlich auch gerne zusenden. Ich zeige sie euch gerne. Das Rezept ist nämlich auch typisch von meiner Mutter. Ich komme ja aus Russland und da sind ganz oft die Rezepte so, dass dann da steht ein Becher davon und Mehl, bis man den Teig kneten kann. Und wenn man da am Anfang noch nicht so das Gefühl dafür hat, wie man das macht, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwer. So, ich zeige euch jetzt die Variante mit Heidelbeeren. Ihr könnt hier natürlich, egal welches Obst verwenden, das, was nun mal gerade Saison ist. Das passt ja auch im Moment zur Zeit. Man kann es auch einfach hier mit Zwetschgen verteilen, mit Äpfelchen. Ich nehme jetzt hier Heidelbeerchen. Die verteile ich hier ein wenig drauf. Zu empfehlen ist immer Obst, was nicht allzu viel Flüssigkeit verliert, damit das Ganze nicht matschig wird, ne? Den Backofen habe ich übrigens in der Zwischenzeit schon mal auf 200 Grad vorgeheizt, auf Ober- und Unterstufe. Und das Rost werden wir auf die unterste Stufe hinstellen, damit der Stein schön von unten die ganze Hitze abbekommt, damit er von unten der Boden richtig schön kross wird, aber trotzdem fluffig, ne? Die Heidelbeerchen, die drücke ich hier auch ein bisschen ein, damit die hier auch schön drauf bleiben. Damit drücken wir den Teig auch ein bisschen nach außen. Ich verteile jetzt einfach mal alle hier drauf. Die Streuselchen. Kneten die in der Hand noch mal ein bisschen und verteilen die einfach hier drauf. Wenn ihr nicht wisst, was ihr übrigens mit dem anderen Rest Hefe macht, gebe ich euch mal einen Tipp. Da kann man einfach den Teig noch mal zubereiten, das Ganze parallel gleichzeitig noch mal aufgehen lassen. Das Rezept doppelt machen und einfach die Teilchen einzeln in den Gefriertruhen für ungefähr 10 bis 15 Minuten anfrieren lassen und es danach einfach in den Gefrierbeutel reintun. Und immer wenn ihr mal Lust habt auf irgendwas oder unangekündigter Besuch kommt und man nichts auf den Tisch zu stellen hat, kann man die dann einfach auftauen, entweder auf dem Toaster oder auch einfach so. Und es schmeckt genauso frisch wie frisch gebacken. Weil Hefe schmeckt ja oft am nächsten Teig nicht mehr ganz so gut. Aber ich kann euch eins sagen, dieses Rezept ist richtig schön saftig. So, an den Außenrand habe ich jetzt einfach mal ein bisschen Milch getan und den tragen wir an dem Pinsel hier außen auf. Damit wird der Außenteil nochmal schön braun und bekommt eine schöne Farbe. Meine Mama hat außerdem das Rezept gleich für 4 Bleche gemacht, deswegen musste ich das auch herunterrechnen. Und ein kleiner Tipp von ihr war, dass man den Teig, oder sie hat ihn immer, am Abend zubereitet und dann über Nacht komplett aufgehen lassen. Also ihr Tipp quasi, dass man das die Hälfte vom Tag aufgehen lässt. Das kriegt man immer heutzutage, oder ich arbeite ja auch in Vollzeit, da kriegt man das nicht so gut hin. Aber eine Stunde aufgehen, wie ihr seht, bringt auch schon das ausreichende Ergebnis, ohne dass es nach Hefe schmeckt. So, diese Teilchen wandern nun für ungefähr 15 bis 20 Minuten. Die ersten brauchen meistens 20 Minuten, die zweiten Teile ungefähr 15 Minuten, weil der Backofen dann noch ein bisschen heißer ist und der Stein auch.
Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Bis gleich. So, ihr Lieben, der Backofen hat gepiept. Jetzt können wir das Gebäck rausholen. Ihr seid live dabei. Wichtig ist, dass man ein Abkühlgitter hat, das unten auch ein bisschen mehr Luft hat, damit der Dampf von unten entweichen kann und das Gebäck auch schön auskühlen kann, ohne dass sich da irgendein Hitze staut. Ich schiebe in der Zwischenzeit schon mal das Seite rein. Das war übrigens jetzt auch nur 15 Minuten drin. Wer mag, kann die Teile einfach mit ein bisschen süßem Schnee bestreuen. Dann sehen die natürlich auch gleich viel, viel schöner aus. Wer natürlich nicht mag, dass der Hefeteig so stark aufgeht, der macht sie einfach mit der Walze platt. Dann werden die auch nicht so rund. Aber ich mag das, wenn man in den fluffigen Teig reinbeißt. Ich würde sagen, wir lassen es ein wenig abkühlen und ihr seid gleich dabei, wenn wir probieren. So, ihr Lieben, ihr seht, die Teilchen sind jetzt hier schon ein wenig abgekühlt. Ich habe einen schon mal hier auf den Teller getan und schon mal aufgeschnitten, damit ihr hier auch sehen könnt, wie fluffig das Ganze ist. Wenn ich das hier jetzt mit dem Messer schön runterdrücke, seht ihr das. So, und jetzt kommt natürlich noch die Geschmacksprobe. Schmeckt genauso wie bei Mami. Ich würde sagen, viel Spaß beim Abmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.